gut. Ja, danke dir nochmal. Genau. Also grundsätzlich, wir haben jetzt das Feld. Ich habe jetzt nur gerade mal die Umrandung gemacht. Also, ich markiere einfach mal die Ecken, wie weit es denn nicht geht. Und eh, eigentlich so. Genau. Dann wird es 16x16 oder das? Genau, das sollte 16x16 sein. Genau, unterm Glas ist der Anfang. Also hier können, hier haben wir die. Das ist schön. Das sollte so passen, glaube ich. Denke ich mal. Denke ich mal. Hast du im Sommer eigentlich schon was vor? Nein, noch nicht. Ich schätze, wir werden viel rumfahren. Also macht ihr wahrscheinlich so einen Trip in Österreich oder was? Ja, wahrscheinlich. Natürlich. Ja, was ist früher eigentlich war? Verschwender? Was ist? Dieser Verschwender. Haben wir unser ME-System ist vollgeschissen mit Items, also. Ich darf verschwenderisch sein. Nee, eigentlich nicht. Du hast dir recht, Tom. Was hältst du von Wänden aus Obsidian? Ja, sind das auf jeden Fall dann safe. Ich weiß nicht, wie viel Obsidian wir haben. Okay. Ich guck mal ins ME-System. 1 Million irgendwas. Na, was ist denn das? Epis-Stein. Okay. Obsidian, oh, alles klar. Passt aber. Passt. Müssen wir aber noch eine Seite wegreißen, gell? Ja. Dann machen wir das wirklich richtig hardcore. Richtig hardcore, das sage ich da. Ja, Obsidian Wände sind. 45 wird zurückgebaut. Was wird zurückgebaut? Um 5.45 Uhr. Hä? Was meinst du? Kennst du es nach? Sicher kennst du es. Ich glaube, ich habe es gerade nicht genug verstanden. Ich habe gesagt, um 5.45 Uhr wird zurückgebaut. Was wird zurückgebaut? Okay, vergiss es. Ich schicke das Meme auch an. Okay. Das ist ein Meme, oder was? Der Mima. Ah, ich habe actually eins zu weit gekommen. So, perfekt. Genau. Das gehört weg. Das super. Und jetzt können wir eigentlich mit dem. Ist das nicht so geil? So. Okay. Nice. Okay, dann kümmern wir mal um den Spawner. Ich mache hier einfach die Wand fertig. Sieht eh nice aus, wenn man so hinunterblicken kann in die Grube. Ach Gott, gut, dass wir uns den Wand gemacht haben. Das ist so nice. So, super. Ich brauch definitiv mehr Obsidian. Mal wieder rüber. Ja, Tom. Hallo. Hallo. Du warst schon in Spawner, cool. Guter Mann, guter Mann. Oh ja. Spaß wieder weggeben.
bist einfach ein fetter Obsidian-Block. Genau, aber die das mit den Items sortieren müssen wir noch schauen, wie wir es machen. Also, weil die Monsters droppen ja jeglichen Shit. Also ich meine, es sind jetzt keine Monster, die Rüstungsteile fallen lassen. Das ist echt gut. So. Weil das war bei der vorigen Monsterfarm immer ein bisschen lästig. Das so genervt hat. So, gut. Dann wird hier noch alles hochgezogen. Enderman. Skeleton. Braucht man Zombie-Spawner? Kannst du mich auch machen, ja. Ja, nehme mal. Ich mach weiter. Ihr könnt dann Skeleton Breed machen. Aus dem Twilight Forest. Ja, ja. Droppen die irgendwas Besonderes, was wir brauchen könnten? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Okay. Ja, passt sicher, gerne. Ja, und allzu lange dauert es eh nicht mehr, dann haben wir die 10.000 geknackt, was ich vorhin mitbekommen habe. Ja. Nice. Sind bald 9.700. Edel. Finde ich echt Homer. Homer. Das braucht mir eigentlich keine Sorgen mehr machen, bis das Jetpack leer ist. Das wird es ja nicht ewig lang nicht leer. Don't wanna hold back. Hat eh gestimmt. Gutes Tool. Und, more bling for your thing. Class 1 reinforced. Alter, das ist so cool. Ich liebe dass diese Mod so geil gemacht worden ist. Also Tinker's Construct. More bling for your thing, Alter. Gerade wieder hardcore am Seven Deadly Sins suchten. Nice. Ich hab heute wieder mal eine Folge One Piece geschaut. Achso, ein paar Folgen. Okay. Oh, wie bist du das davor, dass ich da reinkomme? Gar nicht. Ich will dich hier nicht drinnen haben, Tom. Oh, es ist richtig geil dunkel. Mhm. Und wie war die Folge One Piece? Sehr cool. Weißt du, jetzt haben wir bei Folge 961 oder so. Jetzt fahren wir mal mehr über Gold Roger. Ja, ich habe es bei den YouTube-Teasern schon ein bisschen gesehen, dass sie über Gold Roger berichten. Aber ich will es eigentlich jetzt noch nicht wissen. Ich habe gesagt, ich möchte
Da vielleicht selbst noch mal hineingucken. Vielleicht. Hm. Ja, ich weiß. So. Genau, da gehört auch noch eine Linie gezogen. Die Decke gehört auch noch weg. Wir machen ja einen Block oder lassen wir die Decke dabei offen. Was denn? Dann lassen wir die Decke vielleicht wirklich noch offen, weil dann haben wir immer noch die Möglichkeit weiter hochzubauen. Mhm. Ich glaube, das wäre ein guter Call. Ich habe kein Obsidian mehr. Nö. Give me the obsidian. Schon ein Haufen. Ich fett. Sieht aber ziemlich cool aus. Machst du den Bohrer hier rein? Wieso? Oder sind das. Achso, das haben wir jetzt gerade an den Bohrer erinnert. Das haben wir ja noch gar nicht gezeigt, fällt mir ein. Wir sind vorhin nur genau da vorbeigewaschelt. Ja, Tom hat so einen Mining Laser gebaut, der ziemlich heftig ist. Also ja, den hätten wir schon früher bauen sollen. Aber ist nicht. Wir hätten den früher gar nicht bauen können. Achso, bauen können, okay, ja. Ja, der ist halt. Wir bauen schon, aber. Ja, er ist halt ziemlich aufwendig zu bauen. Oh Gott, mein Schädel. Ja. Soll man hier vielleicht irgendeine Treppe runterbauen? Ja, also ich war dann vielleicht auf der Seite. Mhm. Das muss ich noch angucken. Ah, sieht cool aus. Aua. Der Captain drückt sich voll rein. So. Wir müssen da mitdenken, jetzt kommen ja noch die ganzen Spawner von da drüben mit. Also vielleicht machen wir so eine kleinere Extra-Etage, wo die Monster dann runterfallen können und unten erst gekillt werden. Mhm. Ja, sicher, gerne. Wir können auf jeden Fall, dass mit denen funktioniert das eh. 16x16, das ist schon cool. Ja. Muss mir einfach sagen, was ich jetzt noch erledigen soll. Oder was man dazu machen soll. Brauchen wir diese Förderbänder. Okay, habe ich schon in der Hand. Oh. Never mind. Achso, und dann daneben. Wie willst du das machen? Hä? So, und dann dort vorne dann halt Spikes an. Wir machen die Seiten nur eins höher, würde ich sagen. Den Wollen Boden. Wir nicht eine Grube machen, daneben. Die in die Mitte führt? Was meinst du? Ja, dann in der Mitte irgendwie so eine 3x3 Grube. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, dass das ziemlich fancy aussieht. Warte, was brauchen wir für eine Grube? Ich glaube, wir brauchen 4x4 sogar. Ja. Ja, voll, dann machen wir das so. Dann machen wir unten sogar eigentlich. Dann brauchen wir die Erde hier unten eigentlich gar nicht, sondern. Also, wir machen zwei Stockwerke.
Wir können sehr gerne auch zwei Stockwerke machen, das ist kein Problem. Also wir können uns da jetzt voll austoben. Wir wird meinen hier, hier. Genau, und das. Und das hier. Und hier. Yes. Exactly. Und alles auch wieder. Perfekt. Ja, das sollte genau in der Mitte sein. Ja, perfekt. Aber es gibt ja keine Ventilatoren mehr, oder? Doch, gibt's. Gibt's. Geil. Dann hätte ich gesagt, da an der Seite überall Ventilatoren hinklatschen, die alle in die Mitte drücken. Ja, lol. Weil, weißt du, was wir da machen können? Wir können ja eigentlich sagen, wir machen hier so Cursed Erde. Oben lassen wir die Monster-Spawner hängen. Und die Ventilatoren pushen halt alle runter hier ins Loch. Opi, ich hab sogar schon einen Raum, wofür... Oh so. Lol, okay, geil. Das bietet sich gut. Ich mach gleich mal einen Haufen Ventilatoren, wenn das passt. Ja, passt. Genau, ich kann mich noch genau erinnern, dass ich da nämlich das Menü nicht richtig ausgewählt habe und dass mir nicht alles angezeigt worden ist. Und dann habe ich mich gewundert, warum es hier keine Ventilatoren gibt. Gitter. Super. Ich habe mal 3 Stacks Ventilator gemacht. Sollte reichen. Ich denke auch. Also es ist so geil, wenn man hier so rumjumpen kann mit dem... Vor allem, das geht ja jetzt endlich schnell, geht so schnell. Ja, voll. So, wir müssen in den unteren Rand... Gibt es noch bessere Möglichkeit als die Ventilatoren eigentlich? Gute Frage. Weil die Ventilatoren musst du ja mit dem Redstone-Signal dingsen. Ich meine, es wäre kein Problem, weil wir haben ja die RedNet-Kabel, die man dauerhaft einschalten kann. Boah, wir können das so machen. Das wäre aber wirklich lustig. So. Weil die Ventilatoren verlieren ja, was leider die Blockanzahl, aber sie verlieren ja ihre Wirkung. Ja, voll, aber ich glaube, das sind 6 Blöcke, was sich hier schön ausgehen sollte. Und dann kann man ja die vorderen mit Konvers machen. Das sollte passen. Also wenn man so hier am Rand von der Kugel Konvers hinklatscht. Damit wir halt noch viel Spawnfläche haben für die Cursed Erde. Machen wir das wirklich so? Die Ventilatoren? Open Blocks. Weil ich glaube, das kann man trotzdem richtig geil machen. Ich ziehe halt einfach ein RedNet-Kabel, weil dann kann man hier alles nämlich aus- und einschalten. Das ist auch irgendwie praktisch. Würde ich mal behaupten. 9 Blöcke. Ja, das passt perfekt für unser... Nein. Problem ist nur, dass die halt sie in der Gegenseite. Was tun sie? Dass sie sich nicht gegenseitig blocken, Mann. Achso, nee. Die kannst du ja voll schön drehen, nämlich. Je nachdem, wie du die platzierst. Also, das ist ganz praktisch. Dann. Wir suchen uns jetzt so einen geilen Block noch, den wir als Unterlage hinstellen. Ich glaube, dass das ganz fancy wird. Wir machen eine richtig, richtig geile Monsterfarm. Also Obsidian lässt sich mit meiner Spitzhacke immer noch so langsam abbauen. Also relativ, sagen wir so. Schätze mal, deine geht voll ab, oder? Ja, ich habe auch Efficiency 5 drauf. Aber was? Wie ist denn das geschafft? Ich hab's verzaubert. Alter, was zum Teufel?
Okay. Warum sind denn hier eigentlich drei Tesserakte, Tom? 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 Ja. Nee, wieso sind denn hier gleich drei Tesserakte? Ich hab gerade eingestellt. Achso. Frag nicht wieso, ich hab drei gemacht. Okay. Ja. Kann man immer gebrauchen. Tesserakte sind toll. Das Geld ist eh rucki-zucki. Rucki-zucki. Was ist denn kein Begriff? So. Ah, genau. Okay, ach, das ist toll. Genau, es wird das hier so gemacht. Ich glaube, dass sie voll abgehen wird. Upsi. Wir können sie ja nach unten erweitern. So. Ja, beides ist möglich, würde ich sagen. Ja. Screenshot, das sieht nämlich ziemlich lustig aus. Okay. Oh, das ist so schnell unterwegs. Ich hoffe, dass da nicht irgend so ein Fehler dann mal kommt mit Flying is not enabled on this server. Das wäre richtig nervig. genau. Rotlegierungskabel. Einfach mal ein paar. Und dann irgendein geiler Block. Nehmen wir Elektro-Tin-Block. Das sieht echt geil aus. Wenn man halt das Rand nehmen können. Ich glaube, dass der ganz gut passt hier. Obwohl. Nee. Das soll auch ein bombenfester Block sein. Was ist noch bombenfester? Himmelsstein. Gute Frage. Soll ich da Himmelsstein benutzen? Weil ich meine, das sieht ziemlich ähnlich aus wie Obsidian. Dann guck ich das mal an. Klingt wie ein geiler Block, warte. Vielleicht mit der Chisel Obsidian umändern? Wo habe ich denn die Chisel erst hingetan? Ach hier. Genau. Muss ich das mal an. Ja, da gibt es eh geile Blöcke eigentlich. Nehmen wir den. Das sieht eh hammer aus. Gott, ich liebe dieses Lila. Obsidian. Das ist so schön. Das ist wirklich so schön, ne? Ja. Keine Ahnung. Wieso fliege ich eigentlich hier so dämlich rum? Weil du es kannst. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Wie viel ist das?